Ich bin der Günther, ich mach's wieder, Bruder. Willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Mystery Dungeon Retter Team DX. Wir sind inzwischen am Feuerberg angekommen. Wir sind auf der Flucht vor so ziemlich jedem anderen, weil uns jeder einen auf die Schnauze geben will. Danke dafür, gern geschehen, ne? Die Lapis-Höhle letztes Mal hat ganz gut funktioniert, hätte aber auch besser sein können. Und jetzt müssen wir hier gucken, was wir hinbekommen. Also den Feuerberg habe ich hier schon bereits in diesem Pass. Ach, ich kann nur Items machen. Was? Ich will mein Geld ablegen. Aber geht wohl nicht anders. Auf dem Felspfad kann man anscheinend trainieren, wenn man nicht stark genug ist. Das ist neu. Wäre für mich wahrscheinlich ziemlich sinnvoll. Deswegen mache ich's nicht. Das sieht nicht gerade einfach aus. Vor allem habe ich eine richtige Scheiß-Typen-Kombination noch für den Feuerberg. Ich weiß, mein Bruder ist jetzt zum Beispiel mit einem fucking Shiggy reingegangen. Und dann fühlt er sich noch cool, weil es für ihn easy war. Geh doch nicht diagonal, Eevee! Ja, ich merke schon, dieser Dungeon wird mir ganz, ganz viel Spaß machen. Das erste Pokémon hat mich fast zerstört. Und ich werde meinen Doppelkick hier so abusen müssen, weil meine anderen Attacken kein Damage machen. Slimekost, danke. Oh Gott, jetzt werden wir hier getaggt. Okay, ich hab die Double Hit Orange. Ah, ey, jetzt haben die. Nein! Jetzt haben die auch noch Attacken, die meine Box-Items hier kaputt machen. Junge! Entspann dich! Du fucking, was auch immer du darstellen sollst! Oh. Das ist ein Gag. Ich bin jetzt... Ich muss auf jeden Fall kämpfen. Hoffentlich nicht zweimal. Achtung, da kommt noch wer. Aber wir kommen so zur Treppe. Der Feuerberg wird halt wahrscheinlich auch noch ziemlich hoch sein. Ich glaube, ich bin wirklich nicht bereit für diesen Dungeon. Wisst ihr, ich wechsle Anführer. Ich glaube, in diesem Dungeon ist es besser, wenn ich Eevee kontrollieren kann. Boah, ein Goldband, danke, ne? Das brauche ich hier. Wirklich, du glaubst nicht, wie scheißegal mir gerade Geld ist, wenn ich irgendwie überlebe. So, sorry. Eindeutig Corona, da muss ich wohl in die Quarantäne. Falscher Input. Das Ding wird doch jetzt gleich wieder so irgendwas broken. Wie lebt denn das danach noch? Ey, das ist ein Gag. Wenn ich jetzt nochmal verfehlt hätte. Okay, hier ist die Treppe. Das Item ist Geld. Weiter, Ebene 4. Und jetzt schon kein Bock. Was machst du hier? Natürlich. Aber jetzt mal for real. Warum ist hier ein... War das Tauboga oder Taubos? Ich habe jetzt schon keine Ahnung mehr. Und darf ich anmerken, dass Günther hier echt nur Feuersturm spammt? Und ich bin natürlich wieder...
sehr gut die Treppe. Hier, nimm auf jeden Fall die Steine mit, die könnten wir brauchen. Ah, jetzt ist natürlich die Frage, ob Günther doch wieder der bessere Anführer wäre, wenn Sonnenschein herrscht. In einem Vulkan. Okay, es hat keinen Zweck, so. Wir werden jetzt von zwei Seiten attackiert. Wir müssen hier mal ein bisschen unsere Gegner aus dem Weg räumen. Einen Hit kriegst du raus, aber das war's auch. Ebene 6. Ich hoffe, dieser Dungeon hat zumindest... Oh, ich bin schlau. Ich dachte irgendwie, ich wäre im Raum oben links. Günther! Ist der Typ auf einmal weg? Das ist so dumm, wenn man keine AP hat und dann die Attacke zweimal automatisch in Folge einsetzt. Das heißt, man benutzt die Attacke, ohne dass man überhaupt AP hat. Scheiß doch. An die Wand, Digga. Schon wieder. Falscher Raum. Wie lebst du? Was ist denn mit diesem Kamaup hier los? Digga, die würden doch sogar überleben, wenn deine Mutter sie überrollt. Aber no front! Ich weiß immer noch nicht, warum du hier bist. Oh nein. Warte, ach so, ich hab wieder einen gehabt. Dein Ernst, Günther? Du hast ja wohl noch Attacken, ja. Ja, ist so. Du hast gefühlt alles. Warum machst du einen freaking neutralen Schlag? Um mich zu verarschen, weil ich, wenn ich dich steuere, das nicht kann. Sag mal, Günther. Günther. Günther, du Kotmascher. Sind die irgendwie alle... Wieso sind die alle deaktiviert? Ne, bei Ivy sind alle aktiv. Ich habe gerade überlegt, weil es ja schon Grund hatte, dass ich nicht mal wusste, dass Ivy bis im Moveset hat. Deswegen wollte ich gerade mal gucken. Oh nein. Willst du mich flexen, Günther? Spammt er seine Rauchwolke? Und warum mache ich so wenig Damage? Oh nein. Also, wir haben hier gerade wirklich tryhard sein Opa am Start. So schön auch taktisch wechseln, die Anführer, damit man eben sicher, dass das gut ist, Ivy. Ich sag's so, es schadet jetzt nicht, weil ich das Ding down bekomme, aber... Treppe. Also, Ebene 8. Ich rechne mit rund 15. Vielleicht ein bisschen machen sollen, aber schnurren wir gerade. Na, kacke, das Ding hat auch. Ich ess dich. Chicken Wings. Hier
ist nicht ein Raum auf diesem Weg. Scheiße, ich habe keine Äpfel eingepackt. Nach dem letzten Dungeon, ich Idiot. Wir müssen hoffen, dass wir es irgendwie mit einem hinkriegen. Benutze jetzt doch nicht Rauchwolke! Oh, das wollte ich gar nicht. Okay, Günther in 20. Auf 20, ich kann nicht mal Deutsch. Günther im 20, Habibi. Tschüss, Scheißvogel. Jetzt langsam kann man realistisch beginnen, Hoffnung zu haben, dass es gleich endet. Komm, Günther, du kriegst es down. Ein Calcium, das ist sehr gut. Werd einfach direkt nehmen. Dann habe ich es auch noch, falls ich verkacke. Spezialangriff, wir wissen alle, wer das bekommt. Eine Linkbox. Warum rennst du da rein, Günther? Komm, du tankst noch einen Hit, oder? Okay, tu der, weil es nicht angreift. Was, ich habe nur 3 Siegel? Ich kann mir das nicht leisten. Natürlich reicht das. Digga, ich überlege gerade legit. Ob ich Günther hier jetzt rauslassen soll. Kommt. Und dann renne ich rein wie der letzte Idiot. Ich habe keine Ruckzuckschiebe. Ja genau, und jetzt kann er auf einmal Glut. Warum hat er es dann die ganze Zeit zerstimmt? Weil... Und jetzt Härtner. Willst du mich verarschen, Junge? Jetzt muss ich kämpfen. Und von der anderen Seite kommt noch einer. Das Wetter ist wieder normal, mein RNG ist auch normal. Ich bin jetzt mal... Ist es dein Ernst? Nicht zweimal! Wo ist die Treppe? Das ist ein Gag. Und ich muss jetzt einen Apfel essen. Was ist denn das, Alter? Ja, jetzt kann das über die Ecke hin. An der letzten Scheißposition. Ja. Dass die Sonne hier überall scheint, macht's nicht besser für mich. Ey, wenn der mich jetzt so anschottet. Das hätte mich so safe gekillt. Okay. Ich hab's überlebt, auch wenn ich nicht einsehe, wieso er überhaupt meinen Hit überlebt hat. Darf ich anmerken, wie nett ich das finde, dass ich jetzt hier eigentlich zu einem Kampf geforst werde? Ja, er hat Blut. Was ist denn dieser Dungeon?
Ich bin nicht diagonal gelaufen. Ich hab keine AP. Okay, RNG. Einmal in meinem Leben habe ich Glück. Wenn ich so laufe, dann so. Jetzt darf ich aber nicht laufen. Ey, komm, das ist doch Beschiss! Ich kann nichts machen! Das Problem ist, Günther hätte mir ja auch nicht viel helfen können. Aber diese Sonne, die ist so broken. Das ist ein Gag. Das ist ein Gag. Ja, ich will nichts sagen, aber ich bin tot. Nee, also, ich kann das Spiel auch sein lassen, ne? Ist anscheinend die einzige Möglichkeit. Ich mach dem keinen Damage. Gott, einmal im Leben ein bisschen Glück dabei. Wie wär's, wenn ich hier langsam mal fertig... Danke. Weil ich weiß, dass es hier noch einen Checkpoint gibt. Dementsprechend wird's hier nicht gerade leichter. Ich hab noch 2 Belebersamen einstecken. Ich wollte es eigentlich nicht machen, aber ich habe keine Chance, ohne Link-Attacken zu gewinnen. Was habe ich hier noch? Meine 2 Belebersamen, Passinebeeren. Die Sache ist die, wenn ich jetzt verliere, dann war es das wirklich. Dann habe ich nichts mehr. Die brauche ich. Was kann ich sonst nutzen? Und ja, es ist vielleicht offensichtlich, dass ich mich hier schon für einen Bosskampf ausrüste. Hier ist ein Kecleon-Laden. Auf. Wow. Ach so, und auf einmal hier so ein Damage-Out. Eevee! Gerade eben nix! Schlaf. Und Sicht. Willst du mich verarschen, Kecleon? Ja, und dann kommt fucking Galoppa um die Ecke. Kannst du mir vielleicht wenigstens helfen? Ach so, da ist ja schon wieder Kurtel. Und warum genau zerstört Eevee die jetzt komplett? Und gerade als ich alleine war, hat mich ein Kurtel im Alleingang 2 Beleber... Wir rennen jetzt Akani rum. Hier rennen jetzt... Du willst mich schon... Ach so, diesmal... Du aber nicht. Zweige könnten uns gut helfen. Hier, wir nehmen auf jeden Fall noch die Steine mit. Oh Gott, jetzt ja, alles oder nichts. Sieht gut aus hier. Ist das der Gipfel vom Feuerberg? So, das ist wirklich beeindruckend. Selbst für einen Vulkan ist das enorm viel Lava. Das hängt bestimmt mit den Naturkatastrophen zusammen. Ah, das ist ja wie in einem Ofen. Ich werde geröstet. Ich will nicht länger als nötig an diesem gefährlichen Ort sein. Beeilen wir uns. Halt, stopp. Hör, was ist das? Es ist so dunkel geworden. Ich höre die Schreie des Berges. Er schreit vor Schmerzen.
Jemand verursacht dem Feuerberg unsägliche Pein. Seid ihr das? Was? Du verstehst doch was falsch. Wir sind unschuldig. Wir wollen doch nur hier durch. Sans 2. Wir wissen ja schon, everyone is Sans. Aber dieses Mal wurde der Vogel bereits bei KFC verkauft, anstatt in eine Steckdose gefasst zu haben. Der Zorn des Berges ist mein Zorn. Ich bin Lavados, die Verkörperung des Feuers. Keine Gnade jenen, die den Berg entweihen. Macht euch auf was gefasst! Ich hoffe halt, dass weil man hier gar keine Pokémon mitnehmen konnte, anders als bei Zapdos, dass dieser Gegner schwächer ist. Kann der Himmelsfeger? Du willst mich verarschen, Junge. Ist es dem sein Ernst? Aufteilen? Ich kann mich nicht mehr fortbewegen. Komm, dieses Mal muss es besser funktionieren als letztes. Ja, fokussier dich auf mich, dann kann ich nebenbei. Aber jetzt mal im Ernst, ich habe ein Pokémon, das nur Feuer und Kampf attacken kann. Und vor mir steht Lavados, das Feuerflug-Pokémon. Da haut eine Agilität drauf. Das ist aber gefühlt eine Runde, in der ich gratis Schaden mache. Eine Runde müsste ich noch überleben können. Eevee kann jetzt Geo-Brocken werfen, außer er benutzt Flügelschlag. Ich werde Günther auf jeden Fall wiederbeleben. Warum kommst du jetzt her, Eevee? Die Taktik war doch so gut bisher. Das hat doch alles so geklappt. Also, es sieht besser aus als gegen Zapdos. Meine Maximal-KP erhöhen sich. Genau deswegen wollte ich nicht, dass Eevee herkommt. Weil jetzt kann er sie treffen und nicht nur mich. Okay. Er nimmt sich noch eine Runde. Und jawohl! Viel besser als Zapdos. Viel besser. Das. So soll das aussehen. Ich bin immer noch nicht fertig. Ich bin noch lange nicht fertig. Warte, hör mir doch mal bitte zu. Wir sind nicht hier, um Schwierigkeiten zu machen. Wir werden verfolgt und haben uns auf diesen Berg geflüchtet. Weißt du, der Berg ist nicht der einzige Ort, der gerade leidet. Die Natur spielt gerade überall verrückt. Momentan können wir nichts tun, weil wir auf der Flucht sind, aber wir würden gern allen Pokémon helfen, die unter den Katastrophen leiden. Meint ihr das ehrlich? Das ist wirklich wahr, bitte glaub mir doch. Wenn du denkst, ich lüge, dann sieh mir in die Augen. Das ist jetzt eine ganz tolle Szene, wenn man Feuerriegel als Partner-Pokémon hat. Ah! Gut, ich vertraue darauf, dass ihr die Wahrheit sagt. Oh Gott, ich dachte, meine Beine würden im Moment nachgeben. Ihr dürft passieren. Überquert den Feuerberg. Und ihr müsst mir was versprechen. Findet die Ursache für die Naturkatastrophen, die unsere Welt bedrohen. Und gebietet ihnen Einhalt, damit sie nicht länger Zerstörung und Leid sehen. In Ordnung, wir versprechen es. Allerdings werden wir das eben nicht sofort tun können, weil... wir untersuchen das sofort auf der Stelle. Wir werden zwar gerade verfolgt und können nicht so viel ausrichten, aber wir sind ein Retterteam. Wir werden diesen Naturkatastrophen auf den Grund gehen. Versprochen. Ich nehme euch beim Wort. Vertraue darauf, dass ihr euer Versprechen halten werdet. Der Mut, den ihr mir gegenüber gezeigt habt, vergesst ihn nicht. Ich gehe wieder zu KFC. Gibt's noch was? Nein, ich wollte nur gerade losfliegen. Musste das jetzt sein? Lebt wohl! Okay.
Der Feuerberg hat teilweise wirklich Probleme gemacht, aber Lavados hat ganz gut geklappt. Da will ich mich nicht beschweren. Puh. Ich hab vielleicht Angst, sage ich dir, aber es ist wirklich großartig, dass Lavados uns verstanden hat. Naja, wie auch immer, wir sollten den Feuerberg verlassen. Ja, mach das. Gemeistert. Und wie man sich vielleicht denken könnte, wenn man jetzt mal ein bisschen überlegt. Das nächste Gebiet wird für mich deutlich einfacher. Auch wieder gute Musik. Wir sind ganz schön weit gelaufen, nicht? Ich bin so müde, machen wir mal Pause kurz. Und die Aussicht ist phänomenal. Oh, schau mal, Günther, da hinten. Siehst du, wie klein der Feuerberg von hier aussieht? Wir haben wirklich einen weiten Weg hinter uns. Du, Günther, es war auch wirklich wahnsinnig anstrengend, den Feuerberg. Ja! Ich denke also nicht, dass viele Pokémon es schaffen, den Berg zu bezwingen. Wir mussten all unsere Kräfte zusammennehmen, um so weit zu kommen. Soll ich dir sagen, was ich glaube? Vielleicht haben wir die anderen Pokémon abgehängt. Nein. Team Glurak? Wie, du meinst, es folgt uns immer noch jemand? Wer könnte es denn bis hierher schaffen? Oh. Glurak. Stimmt, Gluraks Team ist wahrscheinlich schon 8 Meter, 28 Kilometer vor uns. Ja, uns bleibt nichts anderes übrig. Wir müssen weiter. Wir sollten einen Ort finden, wohin uns niemand sonst folgen kann. Lass uns positiv denken und weitergehen. Nanu, was ist denn? Kommst du nicht, Günther? Wie bitte? Ich sehe müde aus. Wir sind uns auf den Fersen. Wir dürfen jetzt keine Pause machen. Und weißt du noch, was ich dir gesagt habe? Dass ich an deiner Seite bleiben würde? Nee. Oh, sieh mich nicht so an, mir geht's gut, ehrlich. Gehen wir, Günther, ich folge dir, wohin auch immer du gehst. Und damit setzte das Team von Günther, das eigentlich auch einen Namen hat, die aufreibende und gefährliche Reise fort. Die Suche nach einem sicheren Versteck führte sie an immer unwirtlichere Orte. Noch unwirtlicher als auf einem Vulkan? Sie gelangten stetig weiter in Richtung Norden, überquerten Bergkette über Bergkette, durchwateten übelriechende Sümpfe, naja, nicht so schlimm wie Olafs Zimmer, und erklommen vereiste Klippen. Bis das tapfere Team von Günther schließlich zum Glück Schnee erreicht! Eis-Pokémon! Das wird so viel einfacher für mich als hier das, was wir davor hatten. Weil man sieht's ja, wenn ich ein Feuer-Pokémon spiele, kämpfe ich logischerweise lieber gegen Eis-Pokémon als gegen irgendwelche anderen Feuerviecher oder Elektro oder sowas. Es ist kalt hier. Bei der Kälte wachsen mir glatt noch Eiszapfen aus der Nase. Was für eine trostlose Gegend. Hä, das sieht doch voll cool aus. Das ist doch übel schön, die Gegend. Überall liegt Schnee. Wir haben auch schon eine ganze Weile keine Pokémon mehr gesehen. Vielleicht gibt's hier niemanden außer uns. Was war das? Wer ist das? Bruder, muss los, Habibi! Was zur Hölle? Wer war das? Habe ich mir das eingebildet? Nee, wen um alles in der Welt zieht's in so eine verlassene Gegend? Naja, sich darüber den Kopf zerbrechen bringt uns auch nicht weiter. Also gut, lass uns weitergehen. Das ist auch einer der wenigen Tracks. Diese Flucht hat den Vorteil, dass es hier sehr viele gute Musiken gibt. Oh, und die Story zieht halt an. Günther, sieh dir das mal an. Siehst du das? Die Bäume sind von einer dicken Eisschicht überzogen. Yo, Alter, gönnt euch, das sieht gut aus. Wow, der See. Der See. Leute, es ist alles Eis. Eis ist hier irgendwie auch Wasser. Dementsprechend ist das da ein See. Der Schnee sieht aus wie gefrorenes Puder. Wunderschön. Aber das Leben hier muss eine Qual sein. Naja, für so ein Eis-Pokémon. Gut, uns bleibt keine andere Wahl. Wir müssen wohl oder übel hier durch. Es wird bitterkalt sein. Wenn ich nicht müsste, würde ich hier nicht durchlaufen. Aber sich hier zu verstecken ist auch keine Lösung. Wir müssen nach vorne blicken. Los, packen wir es an, Günther. Ja, das werden wir in der nächsten Folge von Pokémon Mystery Dungeon Retter Team DX. Diese Gegend gerade feiere ich absolut. Ich hoffe gerade, dass diese Musik auch im Dungeon spielt.
Ich bin froh, dass ich sagen kann, jetzt heute die zwei Folgen, also die letzte und diese, die ich aufgenommen habe, haben endlich mal dafür gesorgt, dass ich wirklich hier mich in dieses Spiel reingefunden habe, dass ich endlich mal wirklich Spaß daran habe. Weil ich muss sagen, vorher war es wirklich so, wie ich Team Rot und Blau für mich immer gesehen habe. Einfach nicht im Ansatz so gut wie die anderen Teile der Reihe. Aber jetzt, hier kommt, gerade ist wirklich gut. Und beim nächsten Mal werden wir weitermachen. Lasst ein Abo da, wenn ihr das nicht verpassen wollt, wenn wir in dieser wunderschönen Eisgegend weitergehen. Bis dann und ciao.